Aufnahme läuft. Ja, ein herzliches Avocado, Leute. Wie ihr seht, allein schon an der Actionfigur hier rechts auf dem Tisch, es geht heute um Orange Man, um Donald Trump. Und ich begrüße auch heute als Gast wieder Thinking Devil. Kannst du mich hören? Halli, hallo, ich höre dich. Also, für unsere Zuschauer, nur dass wir das mal richtig eingrenzen, es geht um seine Indictment Trials, also um seine Verfahren gegen ihn, von denen ja mehrere stattgefunden haben. Und wir wollen heute mal der Frage auf die Spur gehen, war das jetzt echt, ne, oder war das inszeniert? Oder, um es mal anders zu formulieren, handelt es sich dabei um eine Hexenjagd oder doch um legitime Vorwürfe? Wie ist da die Situation? Also er war ja der 45. Präsident der USA. Und wie ist die Situation im Moment? Naja, die Situation ist wie folgt. Jetzt sind ja gerade die Primaries, also die Präsidentschaftsvorwahlen, die so langsam in die Startlöcher kommen. Also das geht im Januar los und entsprechend sind jetzt schon alle auf Wahlkampagne. Trump führt halt haushoch vor allen Konkurrenten aus seinem Lager. Also mit über 50 Prozentpunkten teilweise vor Ron DeSantis, seinem größten Konkurrenten. Und natürlich war das dann Grund genug für die Gegenseite, die natürlich eine zweite Amtszeit von Trump unbedingt verhindern wollen, wenn nicht sogar müssen. Grund genug, mit allen Mitteln zu versuchen, ihm doch irgendwie Steine in den Weg zu legen. Und das hat dann zu diesen ganzen Anklagen geführt. Also von dem, was wir bisher wissen, könnte man sagen, es ist wohl eine Hexenjagd und es sind keine legitimen Vorwürfe. Und man inszeniert das Ganze nach außen hin. Genau. Ich meine, wir hatten ja seinerzeit schon am Ende seiner Amtszeit schon die besten Beispiele mit den beiden Amtsenthebungsverfahren, die gegen ihn angestrengt wurden. Vom demokratisch geführt, also von der Demokratenpartei geführten Kongress. Wollen wir uns die mal näher angucken? Ja, in aktuellen Klagen kommen. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also es geht um seinen Wahlsieg 2016 und das, was damals ablief. Genau, das erste Amtsenthebungsverfahren gegen ihn basierte halt auf der Lüge, dass Trump ein Landesverräter sei und sein Team damals im Wahlkampf 2016 mit den Russen zusammengearbeitet hätte, um die Wahl 2016 zu Trumps Gunsten zu stehlen. Inzwischen ist er durch die Untersuchung der Russiagate-Vorwürfe durch Sonderermittler John Durham eindeutig und zweifelsfrei belegt, dass es bei der Wahl 2016 keinerlei Einflussnahme durch Russen, Chinesen oder sonstige äußere Akteure gab, die über das normale Maß, wie es in allen Wahlen auf der Welt vorkommt, hinausgingen oder in irgendeiner Form relevanten Einfluss auf den Wahlausgang gehabt hätten. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, wenn wir uns an die Wahl 2020 erinnern, was fällt den Demokraten eigentlich ein, die Legitimität einer Präsidentschaftswahl, die sie verloren haben, in Frage zu stellen? Jeder, der den nachweislich dubiosen Ablauf der 2020-Wahl in Frage gestellt hat, wurde doch von Medien und Politikdarstellern als Demokratiefeind, Verschwörungstheoretiker und potenzieller Umstürzler diffamiert und auf den sozialen Medien wie Facebook und Twitter sogar dafür gesperrt. Aber naja, wir kennen das mit den Doppelstandards ja auch von hier, oder? Ja, würde ich sagen. Und böse Zungen würden an der Stelle vielleicht auch behaupten, dass es halt schlechte Verlierer waren. Also die Demokraten. Ja, wie immer halt. Die eine Stacey Abrams, die in Georgia kandidiert hat vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 war es, als Gouverneurin auf Demokratenseite, eine Schwarze, die jammert ja heute noch und behauptet halt, es gab Wahlbetrug und es lag an Wahlbetrug, dass sie nicht gewählt wurde. Bei solchen Leuten ist das immer alles okay, von Wahlbetrug und sonst was zu reden, egal ob Beweise da sind oder nicht. Aber wenn das die Trump-Seite macht, dann ist das natürlich gleich Verschwörung und Aluhut und Umsturz und sonstiges. Und ich so Abteilung große Verbrechen und die, wie sagen sie bei uns auch mal so schön, die Stützpfeiler der Demokratie ins Wanken bringen. Ja, demokratiefeindlich ist nur, wenn der Gegner das macht, ist klar. Genau. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen,
man durfte auch 2020/21 über alle anderen Wahlen auf der ganzen Welt, egal wo, egal um was es ging, egal ob Vergangenheit, Zukunft oder aktuell zu der Zeit, durfte man schreiben und sagen, was man wollte auf den sozialen Medien. Nur über die US-Wahl 2020 nicht. Allein diese Tatsache ist eigentlich Beweis genug, dass einem Vorwurf was dran sein muss. Denn jemand, der ein reines Gewissen hat, würde Zahlen, Daten und Fakten der in Frage gestellten Wahlbezirke offenlegen und dann wäre es aus der Welt geräumt. Das geschah aber nicht, sondern man verweigerte sich der Transparenz und Aufklärung und verwies die Anschuldigung sofort ins Reich der Verschwörungsmythen. Ich meine, nehmen wir doch mal ein Beispiel, das nicht so weltpolitisch ist. Wenn du mit deinem Partner eine Firma gründest und irgendwann verlässt der Partner die Firma, beschuldigt dich aber, ihn in Sachen Abfindung Anteil zu wenig Geld ausgezahlt zu haben. Wie würdest du reagieren, wenn du sauber gerechnet und dir nichts vorzuwerfen hättest? Ja, wenn ich mir nichts vorzuwerfen hätte, würde ich es mir nicht gefallen lassen. Ja, dann würdest du ihm die Zahlen zeigen und sie mit ihm im Detail durchgehen, damit er es nachvollziehen kann. Weil du hast ja nichts zu verbergen. Ja, wie dieser Spruch, okay, hey, wenn ich die Hände voller Wahrheit habe, brauche ich niemals Untersuchungen befürchten. Eben, genau das. Aber wenn du ihn wirklich hintergehen wolltest, was machst du dann? Dann sagst du natürlich, um Gottes Willen, allein der Verdacht, was fällt dir ein, mich überhaupt in Frage zu stellen? Das ist ja schon... Und so viel zum Thema der sichersten, besten und legitimsten Wahl aller Zeiten. Naja, und darauf basiert halt das erste Amtsenthebungsverfahren. Ich glaube, ich sage lieber Impeachment. Die natürlich damals auch, wir erinnern uns, gerade auch, da hat sich auch gerade Deutschland und unsere Medienlandschaft sehr echauffiert drüber. Die haben natürlich auch schön die ganze Lügen verbreitet, von wegen, dass er unter Russen Einfluss steht und dass er die Marionette von Putin ist und solche Nummern, was hier denn nicht Spiegel, Stern und Fokus und wie sie alle heißen, alle geschrieben haben. Natürlich nur mit dem Ziel, dass der normale Fernsehzuschauer oder Medienkonsument, der sich nicht großartig für Politik, geschweige denn für US-Politik interessiert, der kriegt halt nur mit, ach, der dumme Trump hat mal wieder irgendeinen Blödsinn gesagt oder sonst irgendwie was. Und wird schon so stimmen, wenn die Medien das sagen, dass da die Russen im Spiel sind. Und nur dadurch, weil so funktioniert es ja auch in Amiland, nur dadurch, dass sie halt einen großen Teil der Bevölkerung überhaupt auf diesem Level halten können, auf diesem Level der Dummheit, hätte ich fast gesagt, nur deswegen legitimiert der diese Leute selber, deren Verhalten. Weil wenn wirklich die absolute Mehrheit im Sinne von 80-90% der Bürger sagen würde, das ist eine Hexenjagd und das ist alles Unsinn, was ihr da macht, dann würden sie es ja gar nicht erst versuchen. Sie versuchen und machen es ja, weil sie wissen, eine gewisse Zahl der Leute kriegen sie immer. Die glauben den Schwachsinn immer. Wie war es mit Lincoln, der Spruch? Den hattest du auch mal so schön. Man kann eine... Er hat weder irgendwen zum Putsch aufgefordert, noch war er an irgendeiner Verschwörung beteiligt. Aber auch hier ist der eigentliche Prozess 4. März 2024. Also sprich, er hat jetzt schon 2 Prozesstermine im März und einen im Mai. Und das alles während der heißen Phase der Vorwahl. Wie würde Kaspar sagen an der Stelle? Ja, er ist jemand, der in der Lage ist, Muster zu erkennen. Und ja, ich glaube, auch hier erkennen wir ein gewisses Muster, oder? Aha. Aber sowas von. Naja, und die bislang letzte ist dann halt die vom auch wieder aus dem August. Aus Georgia, in dem Trump zusammen mit 18 mutmaßlichen Mitverschwörern, da kriegt er 13 strafrechtliche Vorwürfe, die im Zusammenhang mit angeblichen Versuchen stehen, den Sieg von Joe Biden in Georgia zu kippen. Dieser Prozess hat noch keinen Termin, aber irgendwas sagt mir, dass der Termin wahrscheinlich auch so mitten im Wahlkampf liegen wird. Was meinst du? Ja, wie gesagt, das Muster, das sollte jetzt ziemlich deutlich sein, also Naja, jedenfalls ist das... Ja, jedenfalls ist das die Anklage aus Fulton County, die zu dem glorreichen Polizeifoto von Trump geführt hat.
das mit den Worten Wanted for President nun T-Shirts und Tassen der MAGA-Anhänger ziert und Trump innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung lockere 7 Millionen Dollar durch Merchandising-Verkäufe in seinen Wahlkoffer gespült hat. Also, besser kann man es, glaube ich, nicht vermarkten, oder? Ja, er ist halt ein Experte, ein Meister, wenn es ums Vermarkten geht, weil er genau wie bei seinem Mugshot, wo man sich hätte denken können, okay, das wird ja jetzt vielleicht auch negativ auf ihn abfärben, aber nein. Ja, yeah, er hat das ja noch umgedreht. Eben, 7 Millionen. Und hat auch darauf von mir profitiert, ja. Yep. Ja, ich habe mir jetzt auch so eins bestellt, das müsste Mittwoch ankommen. Mhm. Wanted for President mit seinem Mugshot. bin mal gespannt, was für Blicke ich da einfange, wenn ich damit durch die Stadt gehe. jedenfalls zu den nachgewiesenen Unstimmigkeiten der 2020-Wahl und auch der 2022-Gouverneurswahl in Arizona sage ich jetzt mal nichts. Da kann man bei Gelegenheit mal einen eigenen Beitrag zu machen. Wir sind hier eh schon wieder sehr lange am Machen. Nur so viel. Eine Wahl in Frage zu stellen ist legitim. Das mit allen rechtlichen und taktischen Mitteln vor Gericht zu tun, erst recht. Von daher gibt es auch hier nichts, worüber Trump sich in einem Rechtsstaat Sorgen machen müsste. Aber wenn in den USA noch Rechtsstaatlichkeit herrschte, wäre es zu diesen Anklagen nie gekommen. Aber einige Anklagepunkte von dieser Bezirksstaatsanwältin Fanny Willis, ihres Zeichens eine woke Black Lives Matter-Kommunistin, sind aber besonders lächerlich und die wollte ich hier nochmal ein bisschen herausstellen. Zum einen wird ihm vorgeworfen, eine Nachricht, in dem er seinem Team mitteilt und seinen Anhängern, Fans, Followern, wie auch immer, sich eine Sendung auf Fox News oder Newsmax anzuschauen, sei ein Teil einer Verschwörung gegen die Regierung. Ebenso wie seine Meinung zum Wahlausgang in Georgia. Dass solche Dinge absolut und ohne jeden Zweifel unter Meinungs- und Redefreiheit fallen, muss ich nicht näher erörtern, oder? Hier wird Trump effektiv vorgeworfen, es sei kriminell, seine Meinung zu äußern und anderen Leuten TV-Tipps zu geben. Ja, ich glaube, auch das ist wieder etwas, was an vielen vorbeigehen wird. Und es wird bei denen so ankommen wie, ja, er möchte jetzt eine legitime Wahl manipulieren und deshalb ist das nicht erlaubt. Dabei ist es ja in Wirklichkeit nur so, dass jemand Fragen stellt, dass jemand, frei seine Meinung äußert, ja. Ja, guckst du doch an, wie es hier mit dem Corona-Narrativ war. Jeder, der das Narrativ in Frage gestellt hat, war Aluhutträgner, Corona-Leugner und Nazi, sonst irgendwas. Mhm. Ich meine, neulich hatten wir auch sogar wieder einen Artikel hier in unserer Qualitätspresse, wo der Autor geschrieben hat, von wegen, er konnte ihn an den Gesichtern ablesen, den Corona-Demonstranten in Berlin, diesen 50.000, dass sie Antisemiten waren. Ich weiß noch nicht, wie man das Leuten am Gesicht ablesen kann, aber vielleicht sollte er mit diesem Talent dann auch mal zum FBI oder anderen Organisationen gehen, wenn er tatsächlich Leuten Dinge am Gesicht ablesen kann. Na gut, ich meine, was ist, wenn jetzt einer so seine Haare nach links gekämmt hat und so ein Oberlippenbart. Also vielleicht wäre das ja ein Hinweis, weiß nicht. Vielleicht meinte er das damit. Also ich bezweifle, dass jetzt alle Demonstranten so aussahen, ja. Würde ich auch bezweifeln. Aber vielleicht in his mind, also in seinem Kopf, scheint eh einiges falsch zu sein. Das ist halt das Problem. Wie war das, wenn man überall nur Nägel sieht? Nee, was war das? Wenn man einen Hammer ist, sieht man überall nur Nägel? Mhm. Wie war das? Aber auch hier, diese Anklagepunkte hier in Georgia sind halt auch klassische Mask-Off-Momente, in denen sie uns mitteilen, was sie wirklich wollen. Alle Meinungen, alle Äußerungen und Handlungen, die nicht mit ihrer Ideologie und ihrem Narrativ und Framing auf Linie sind, sollten am liebsten kriminalisiert und verboten werden. Egal welches Thema du nimmst, egal ob es nun Amiland ist oder hierzulande oder Frankreich oder England, die Linken agieren immer wieder nach demselben Muster. Alles, was wir machen, ist Demokratie und prima und toll und supi. Und alles, was der politische Gegner will, ist zu verdammen, zu verbieten, demokratiefeindlich und menschenfeindlich. Immer derselbe Blödsinn.
Und wie wir vorhin eingangs schon hatten, wer fällt auf solche Narrative am leichtesten rein? Naja. Ja, die NPCs mal wieder. Mhm. Und naja. Aber hier jetzt diese vier Klagen. Also er hat jetzt seinen Vorsprung in den Vorwahlen. Er hat sich ja, das ist ja auch ein richtiger Boss-Move, den er da gemacht hat. Es gibt ja immer die Fernsehdebatten zwischen den Republikaner-Kandidaten. Mhm. Da hat er sich überhaupt nicht mit befasst oder ist da gar nicht erst hingegangen, weil er sich sagte, bei meinen Umfragewerten, die da machen, die kämpfen ja eh nur darum, wer mein Vize wird oder vielleicht einen Posten in meinem Kabinett bekommt. Also warum sollte ich mich mit denen da irgendwie überhaupt befassen? Sehe ich doch gar nicht ein. Ich meine, bei der ersten Debatte hat er doch parallel bei Tucker Carlson ein Interview gegeben, was halt massig mehr Aufrufe hatte. Ich glaube, das hatten wir sogar auch mal übersetzt und bearbeitet. Mhm. Soweit ich weiß. Mhm, ja, ich erinnere mich. Und auch beim bei der zweiten Debatte, da ist er, glaube ich, zu den streikenden Autoarbeitern gegangen in Detroit. Weil die Autogewerkschaften haben da gerade gestreikt und er hat sich gesagt, ich bin Man of the People, ich gehe lieber zu den streikenden Arbeitern, anstatt mich da mit diesem Blödsinn dazu befassen. Mhm. Also wie immer, ich rede lieber direkt zum Volk, als da irgend so eine, ich meine, das ist ja auch das Problem bei diesen Debatten, das war ja schon vor Trump so, dass die halt viel zu sehr durchorganisiert sind. Ich meine, die Moderatoren stellen Fragen, dann hast du 90 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben, was eh ein Unding ist. Ich meine, du kriegst eine Frage zu irgendeinem komplexen Thema gestellt und sollst 90 Sekunden eine Antwort liefern. Mhm. dann wiederum haben die jeweiligen Gegner dann eine Zeit, 60 Sekunden halt eine Antwort. Also das ist wirklich komplett stringent durchorganisiert. Da kannst du überhaupt keine freie Rede im Sinne von ich rede einfach von der Leber weg, kannst du überhaupt nicht machen. Mhm. Musst du deine Antworten auch schon auf die Sekunde genau vorgeplant haben. Und wir wissen ja alle, auch aus dem Wahlkampf 2016 und 20 noch, Trump war nie jemand, der sich komplett an seine Skripte hält. Hm, hm. Er improvisiert ja immer und fährt ja auch gerne mal dazwischen und ähnliche Sachen. Also dieses Format ist ja überhaupt nicht Trump-tauglich sozusagen. Das würde ihn ja komplett einschränken. Hm. Warum sollte er sich das antun? Zumal er ja ohnehin jetzt noch mehr Vorteile hatte als vorher schon, weil spätestens durch seinen Mugshot, durch das Polizeifoto, ist er ja auch bei den Schwarzen, Latinos und so weiter der Gunst sehr stark angestiegen. Mhm. Vielleicht zu vorher. Und auch da, das können die Demokraten sich wieder selber an die Fahne schreiben, dadurch, dass sie durch ihre scheiß Identitätspolitik jeder Minderheit immer einreden, sie wären von der Mehrheit und vom Staat verfolgt. Ich meine gerade Polizei, nicht wahr? Von wegen Polizei abschaffen und sowas. Wie war das? Rasterfahndung ist rassistisch und so. Kennen wir ja auch alles hierzulande. Mhm. Mhm. Indem sie halt den Minderheiten dauernd einreden, sie werden von Staat, Polizei und allem verfolgt, haben sie sich jetzt natürlich, als sie das mit Trump gesehen haben, hey, der ist ja genau wie wir, der wird ja auch von vom Staat und allem verfolgt, der ist plötzlich einer von ihnen, weißt du, er ist halt tot. Ja, das müsste ja eigentlich ganz günstig und strategisch gut gewählt sein, ne? Dass er sich so verhält, weil dann ist er halt mehr ein Man of the People als jetzt der 100. Von den 0815 Politikern. Eben, genau. Und wie gesagt, da fällt halt den Demokraten mal wieder ihre Identitätspolitik auf die Füße. und es kommt ja noch hinzu, der Amerikaner an sich liebt ja das Konzept des Outlaws. Mhm. Weil, denk an ihre Gründungsgeschichte. Ich meine, sie waren die Outlaws aus britischer Sicht. Also sie entsprechend, der Outlaw ist in Amiland ein Held, immer gewesen. Und von daher, also sie hätten Trump nicht besser zum Märtyrer machen können. Wenn sie ihn jetzt wirklich noch wegsperren, das wäre die Krönung. Wenn er aus seinem Anwesen dann von zu Hause aus ins Weiße Haus einzieht, ohne auf einen gehen zu können. Und sich dann am besten noch selber ein Pardon ausspricht hinterher.
Und naja, das sind eben so Sachen, eben wie sie ja auch, wie war es, America First oder überhaupt sich um sein eigenes Land First als erstes zu kümmern, wird hier ja immer als undemokratisch, rechtsextrem, faschistisch oder sonst was eingestuft. Halt ich für so bekloppt, also ja, man auf die Idee kommen kann, sollte doch das Normalste von der Welt sein, dass man sich zunächst mal um sein eigenes Land kümmert und dann, wenn im eigenen Land alles einigermaßen läuft, rund läuft, reibungslos, dann hat man halt die Möglichkeit, seinem Nachbarn zu helfen. Weil wenn man nicht dergestalten handelt, dann schadet man letzten Endes allen Beteiligten. Eben, eben. Auch hier, wir argumentieren mit Logik und Rationalität. Die andere Seite faselt irgendwas von Emotionen. Ja, nur das Dumme ist ja, die meisten Leute sind halt eher für Emotionen zugänglich, nicht für Rationalität. Das ist das Problem. Weil sie faseln ja auch immer so, ja, die Letzten, die das gemacht haben, die erst an die Nation gedacht haben, das waren alles Zweiter Weltkrieg und überhaupt. Ist ja genauso wie der falsche Narrativ, dass sie uns beide Weltkriege anhängen. Was ja auch einfach falsch ist, dass wir an beiden Kriegen allein Schuld hätten. Ist halt Quatsch. Was sie ja auch zum Ersten Weltkrieg immer sagen, von wegen, ja, der Nationalismus hat zum Ersten Weltkrieg geführt. Das Problem ist, dass man da schon so eine Proto-EU hatte, wo man die ganzen Bündnisstaaten hatten, hat dazu geführt, dass aus einem regionalen Konflikt ein globaler wurde. Weil Land B ist in den Krieg eingestiegen, weil es ein Bündnis mit Land A hatte und dazu verpflichtet war. Wiederum Land C ist dann eingestiegen, weil es ein Bündnis mit Land B hatte und so weiter und so weiter. So hat sich das ausgeweitet. Es war durch die ganze Bündnispolitik, nicht durch den Nationalismus. Wenn jedes Land gesagt hätte, wir machen unser Ding alleine und scheren uns nicht, was die anderen machen, wäre es kein Weltkrieg geworden. Da könnte man sicherlich auch nochmal ein ganz eigenes Video zu machen zu dem Thema. Ja. Und jedenfalls, ja, es ist wirklich bedenklich, dass der Gedanke, sich erst ums eigene Volk zu kümmern, dass das nicht mehr bei vielen Staaten nicht mehr der Fall ist. Das ist ja bedenklich, ja. Und ich meine, wir haben hier eine Regierung, die behauptet, es gäbe kein Volk und dass der Begriff Volk alleine schon rechtsextrem wäre. Wobei ich mich an der Stelle immer frage, wenn es kein Volk gibt, wie kann es dann Volksverhetzung geben? Genau. Also. Genauso wie diese eine Idee von den Linken, dass es keine Rassen gibt. Ja. Wenn es keine Rassen gibt, wie kann es dann Rassismus geben? Eben. Ja. Das ist doch nicht logisch. Das ist doch links. Ja, war das nicht hier unser. Moritz Neumann, ja. Ja. Ist das nicht inzwischen auch Moriziner? Rennt er nicht dauernd im Rock rum oder so? Hatte da nicht Schlomo mit irgendwem eine Wette, ob der jetzt auch Transformer wird oder so? Ich glaube, einen Rock hat er mal getragen und so. Die einzigen Männer, die Röcke tragen dürfen, sind Schotten. jedenfalls. In den Knast wird Trump aber trotzdem nicht kommen. Ich meine, selbst wenn diese Anklagen Erfolg haben, er kann gar nicht in den Knast kommen. Es ist rein logistisch einfach nicht möglich. Weißt du warum? Weil der Secret Service ihn ständig begleiten muss. Eben. Ex-Präsidenten haben bis Lebensende Secret Service-Schutz. Und du kannst ja nicht einfach ein paar Secret Service-Agenten mit ihm in den Knast stecken. Wie soll das logistisch funktionieren? Ich meine, machst du ihm da einen eigenen Flügel frei, ihm und seinen Secret Service Agenten? Und selbst wenn, du kannst ja die Secret Service Agenten einfach nicht in den Knast stecken. Die haben ja nichts getan, was können die dafür? Also sprich, das Maximale, was sie machen könnten, wäre ihm eine Fußfessel zu verpassen und dass er halt dann in Mar-a-Lago abhängt und halt Anwesen nicht verlassen darf. Und wie gesagt, das wäre so eine Nummer. Damit hätte er erst recht gewonnen, also noch mehr als ohnehin schon. Weil wenn er von zu Hause quasi hier so mit Videokonferenz oder ähnlichem seinen Wahlkampf führen müsste, das wäre... Bitte. Und
Und wie gesagt, er hätte tatsächlich hinterher, also wenn er gewählt wird und dann eingeschworen, hätte er tatsächlich die Option, sich selber halt von allen Anklagen wieder freizusprechen. Du weißt ja, dass Präsidenten das immer machen, gerade wenn sie aus dem Amt ausscheiden, so am Ende, dass sie halt noch irgendwelche Gefangenen halt freilassen. Und das könnte er halt gleich zu Amtsantritt bei sich selber dann halt machen. So, ja, ich spreche mich erstmal von allen Anklagepunkten frei und auf geht's. Ach, es ist schon praktisch, Präsident zu sein. Ja. nee, jedenfalls, er ist halt absolut unaufhaltsam, weil er halt auch ein Hybridkandidat ist. Weißt du, was ein Hybridkandidat ist? Einer, der auch von Leuten aus dem anderen Lager gewählt werden kann? Nee. In dem Sinne, er ist 99% der anderen Präsidentschaftskandidaten waren noch nie Präsident. Ach so, das heißt, er hat jetzt eher die Möglichkeit, sich in diese Lage hineinzuversetzen, wie das ist. Genau, ja. Sprich, allen anderen kann der Gegner, also gerade der amtierende Präsident, weil es gibt ja normalerweise auch dann immer vor der Wahl noch dann die Präsidentschaftsdebatten, wo die beiden Gegner miteinander, amtierender und Kandidat, sich ihr Wortgefecht liefern. Da kann der Präsident immer sagen, ja, du warst ja nie Präsident, du kannst dich da überhaupt nicht reinversetzen, um was wir uns alles kümmern müssen, was wir alles beachten müssen, welchen Druck wir haben und so weiter und so weiter. Das zieht bei Trump nicht. Trump sagt ja, guckt euch mal, was wir auch eingangs schon hatten. Trump braucht nur zu sagen, ging es euch unter mir besser, geht es euch unter ihm besser. Bitteschön, entscheidet, macht euer Kreuz. Er kann halt, braucht nur auf seine ganzen Erfolge, gerade auch im Außenpolitischen, hinweisen. Und ich meine, es lief ja auch wirtschaftlich prima unter ihm. Mhm. Er muss nur auf all das hinweisen und im Übrigen auch darauf hinweisen, dass er mit allem recht hat, was er vorhergesagt hat, was passiert, wenn Biden an die Macht kommt. Mhm. Es ist alles so eingetreten, wie er es gesagt hat. Mhm. Ich erinnere auch dran, als er hier mal was vor der EU oder vor der NATO, vor wem hat er gesprochen? Wo er meinte von wegen, ja, Deutschland ist von Russland abhängig, die sollten aufpassen, sonst kriegen sie ein Problem, wenn Russland den dann abdreht. Und unsere Politiker, die da anwesend waren, haben drüber gelacht und er hatte natürlich verdammt recht. Yep. Ja, das war doch noch hier der Zwacknase. Heiko, ja. Naja, also von daher, das Einzige, was passieren kann, ist, dass er halt JFK wird. Und ich denke mal, das hätte bei vielen vielleicht noch mehr die Auswirkung, dass er als Märtyrer gesehen wird, oder? Ja, aber das hilft uns nicht weiter. Das hilft der Welt nicht weiter. Ja. Weil wenn er weg ist, ist er weg. Und wobei es bei ihm aber nicht so wahrscheinlich ist, also nicht, dass sie es nicht versuchen würden. Bei JFK war ja das Problem, er hatte ja tatsächlich nur Secret Service dabei seinerzeit, die dann irgendwie eine Stand-Down-Order hatten. Was, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Damals... Und Trump hat außer Secret Service auch noch immer eigene private Security dabei. Also sprich, irgendwer wird ihn schon retten, selbst wenn der Secret Service aus irgendwelchen Gründen streikt. Und ich denke, seine privaten Security-Leute wird er sich wohl schon selber aussuchen und vorher auf Herz und Nieren prüfen, dass da keine Maulwürfe oder ähnliche Typen drin sind. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Gefahr besteht halt einfach immer. Mhm. Also das ist, und auch bei den Umfragen sieht man jetzt ja, weil du meintest von wegen, der auch von den Wählern der anderen Seite gewählt werden kann. Bei den Umfragen sieht man gerade, dass er die Independent-Wähler, also in Amiland ist es ja so, du kannst dich, wenn du dich als Wähler registrierst, kannst du dich als Demokratenwähler oder als Republikanerwähler oder aber als Unabhängiger, als Independent registrieren lassen. Frag mich nicht, wo das jetzt geschichtlich herkommt. Ich meine, ich kann mir das in Deutschland gar nicht vorstellen. Ich meine, stell dir vor, du machst hier in Deutschland, wenn aber obwohl wir brauchen das ja gar nicht zur Wahl registrieren, wir sind ja automatisch registriert. Da fällt ja sogar das schon weg. Aber stell dir vor, du müsstest dich hier registrieren. Ja, ich bin SPD-Wähler, ich bin CDU-Wähler und ich bin unentschlossen. Was ja die Independents halt einfach sind. Mal so wählen. Und er hat halt jetzt schon in den Umfragen 57% der Independents. Und damit ist die Sache eigentlich gelaufen, weil die
es war bisher immer so, die Independents haben die Wahl entschieden. Mhm. Wer die meisten Independents für sich gewinnen konnte. Na klar, weil die andere Seite, die wird ja eh schon so festgefahren sein, dass man da nicht mehr viel holen kann, ne? Ja, eben. Ich meine, der völlig durchideologisierte und nur Mainstream-Medien konsumierende Biden-Fan, der wählt halt Biden. Egal, was die Realität sagt, egal wie senil und völlig neben der Spur der alte Mann ist, der wird halt gewählt, weil der, auf der anderen Seite steht halt der böse Nazi-Trump. Also aus deren Sicht. Mhm. Und entsprechend, wie gesagt, die Independence zu kriegen, das ist halt immer das Kunststück. Und da ist er momentan schon mit 57% gut dabei. Mhm. Mhm. Das ist er jetzt eigentlich schon. Und wie gesagt, wir befinden uns noch in einer Phase des Wahlkampfs, wo noch gar nicht richtig Wahlkampf ist. Weil, wie gesagt, die erste Wahl an sich findet im Januar, glaube ich, statt. Aber es müssen ja immer Iowa und New Hampshire sind immer die ersten beiden Staaten, wo die Vorwahlen stattfinden. Ist halt auch irgendwie verfassungsmäßig so festgelegt, dass das immer die beiden sein müssen. Und meines Wissens sind da die Termine im Januar, von den Ende Januar die ersten beiden. Und dann geht es halt sukzessive mit den Staaten weiter und irgendwann März ist dann dieser Super Tuesday, wo halt ganz viele Staaten Wahltag haben und einen Tag vor diesem Super Tuesday ist halt auch dieser eine Gerichtstermin. damit die Medien natürlich am Wahltag groß berichten können von der Gerichtsverhandlung, damit der Wähler nochmal, ach ja, stimmt, Trump ist ja vor Gericht. Damit das nochmal möglichst kurz davor ins Gedächtnis gerufen wird. Ja, ja. Genau. Ja, ja, das sind halt so diese Tricksereien, ja. Aha. Und dann gab es ja noch den Zivilrechtsfall, den er gerade hatte, wo aber 80% der Anklagepunkte gleich wegen Verjährung abgeschmettert wurden. Mhm. Wo es halt darum ging, sein Hürthas-Imperium zu zerstören. Mhm. Und auch wieder so eine völlig an den Haaren herbeigezogene, dumme Sache, wenn man sich wirklich eine Sekunde länger als mit dem, was die Medien einem erzählen, einfach nur ein bisschen nachforscht, sieht man sofort, aha, was für ein Blödsinn. Und zwar wurde ihm da vorgeworfen, dass er seine Gebäude, also wenn du Immobilien kaufst, musst du ja meistens Kredit aufnehmen bei der Bank. Mhm. Und wenn du einen Kredit aufnimmst, musst du ja auch irgendwelche Angaben machen, wie viele deine Gebäude, die du so hast, wie viel die wert sind. Also damit die Bank auch weiß, hier, wenn irgendwas mit Krediten schief geht, können wir hier irgendwie was fänden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und da soll er seine Gebäude halt angeblich falsch angegeben haben. Also den Wert seiner Gebäude. Mhm. Das wär, Problem an der ganzen Sache ist, wenn man sich das genauer anschaut, es gibt halt zwei Optionen, wie man Gebäude, Immobilien, Werte angibt. Zum einen ist meinetwegen hier sein Privatdings da, wo nur er wohnt und was auch nicht vermietet wird und sowas. Da gilt halt nur der Wert, dass das Grundstück und das Haus wert ist. Wenn du aber meinetwegen so ein Hochhaus hast oder überhaupt so ein Haus mit mehreren Mietparteien, das du zur Miete freigibst, das wird so berechnet, wie viel Profit, Verdienst, Gewinn, Einnahmen dieses Haus im Laufe der Jahre machen kann. Also nicht nur der normale Haus- und Grundstückwert, sondern wie viel Einnahmen das halt im Laufe der Jahre generieren kann. Mhm. Und ihm wurde halt vorgeworfen, dass er halt Letzteres angegeben hat, weil das ist dann natürlich viel mehr als was für so ein Privatding, wo du selber nur drin wohnst. Nur mehrere Probleme damit. Problem Nummer eins, selbst wenn er es gemacht hätte, wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es immer noch nicht sein Problem, denn die Banken haben eine sogenannte Due Diligence Klausel. Wie sagt man im Deutschen? Kannst du mal schnell nachgucken? Wollte gerade sagen, nicht verzagen, Google fragen. Due Diligence. Im Deutschen auch. Also sinngemäß, die Bank ist dazu verpflichtet, die Angaben, die jemand, der einen Kredit nimmt. Ah, Sorgfaltspflicht, Diligence, ja. Sorgfaltspflicht, genau. Die sind dazu verpflichtet, Sorgfaltspflicht, das selber nochmal zu überprüfen. Und ja,
Von wem wird er angeklagt? Er wird von keiner Bank angeklagt. Die Banken haben kein Problem damit. Die Kredite sind übrigens auch schon längst wieder zurückgezahlt. Das ist alles schon längst gelaufen. Er wird vom Staat New York angeklagt, von einer schwarzen Staatsanwältin, die halt einen absoluten Hass auf Trump hat. Mhm. So viel zum Thema unbiased. Ja. Und die halt auch ziemlich angepisst war, als gleich am ersten Tag 80% der Klagen halt fallen gelassen wurden. Und das halt nicht so lief, wie sie sich das dachte. Ja, aber wie gesagt, die 90% der Leute kriegt das alles gar nicht mit. Die kriegen nur mit, der wird da wegen Fälschung und da wegen Betrug und da wegen das und da wegen Putsch und da wegen angeklagt. Und ja, und so entsteht dann das Bild von Trump in der Bevölkerung, wie wir es derzeit haben. Und da haben wir es wieder, wenn man die Lüge nur häufig genug wiederholt, wird sie in den Gedanken der Zuhörer zur Wahrheit. Da haben wir das wieder, ne? Und Churchill. Ocean Bad. Genau. Und Churchill, wie war das? Die Lüge schon einmal um die Welt gelaufen, ehe die Wahrheit sich aus dem Bett gestiegen ist und die Hose angezogen hat. Ja, nur der Punkt, gerade auch in solchen Fällen. Früher waren die Medien dafür zuständig, Fakten zu vermitteln. Das war mal so. Mhm. Also entsprechend kann man da ja sogar noch die Leute verstehen, dass die, wenn die Medien, wie du so schön sagtest, der nette Herr im Anzug wird mich ja nicht anlügen. Mhm. Das ist ja eine Aufgabe, uns die Fakten zu erzählen. Mhm. Und es ist diesen Leuten halt auch schwer zu vermitteln, dass das heute nicht mehr so ist. Analog ist es halt, was ja jetzt auch unsere Landtagswahlen hier gezeigt haben mit der CDU. Das war mal die konservative Partei. Dessen Programm jetzt die AfD komplett vertritt. Aber die Leute glauben immer noch, die CDU sei konservativ und rennen statt zu der bösen, angeblichen Nazi-AfD, rennen sie halt zur CDU hin. Die Partei war, die überhaupt erst für diese Zustände gesorgt hat mit der Großen Koalition unter 16 Jahren Merkel. Mhm. Weil das ist halt das Problem. Wir sind jetzt in der Phase, okay, die Leute wachen auf. Es gibt viele, die jetzt wirklich nicht mehr, also immer mehr Leute, die nicht mehr auf den Medienblödsinn anspringen von wegen rechtsextremer AfD. Aber sie rennen dann trotzdem immer noch zur CDU, weil sie denken, das würde irgendwie helfen und dass die irgendwie mit der AfD eine Koalition eingehen würde. Ich meine, in was Hessen? Ich glaube Hessen. Hessen wird es locker für eine CDU-AfD-Koalition reichen, aber der Hessen-CDU-Chef hat ja von vornherein gesagt, mit denen rede ich nicht, der koaliert lieber mit den Grünen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. CDU koaliert mit Grünen. Mhm. Grünen. Die eigentlich diametral gegen alles stehen, für das die CDU mal stand. Mhm. Da würde ich mir zu gerne mal eine Reihe von CDU-Wählern grapschen und die fragen, was haltet ihr denn davon? Vielleicht so mit Lügendetektor so. Ja. wir sind jetzt in der Phase, dass der Medienblödsinn greift nicht mehr, aber manche Sachen sind bei den Leuten halt immer noch zu tief drin. Die glauben immer, die CDU sei konservativ. Davon müssen sie jetzt auch noch erstmal geheilt werden. Dann können wir hier gerade in Westdeutschland von Veränderungen reden. Mhm. Ja, also wenn ich mir jetzt die Umfrageergebnisse im Westen angucke, ich hätte schon fast gar nicht mehr mit gerechnet. Ja, aber ja. Ob es reicht, ist dann halt die nächste Frage. Aber auch da gilt ja das, was du vorhin sagtest. Wie war es mit dem Fressen? Du hast doch vorhin so einen Spruch mit... Das meintest du. Ja, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja, ja, ich denke auch, viele Deutsche werden erst dann aufwachen, wenn es ihnen ans Portemonnaie geht. Erinnert mich auch wieder an dieses Meme. Zeigt einer so ein leeres Portemonnaie. Ach so, vielleicht ist das ja mit Kohleausstieg gemeint. Sehr schön. Ach so, kleinen Punkt noch, weil es ja auch noch relativ aktuell ist, was Amiland angeht. Robert F. Kennedy... Der ist ja jetzt auch eigentlich als Gegner von Biden angetreten, für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat. Hat da aber kaum, er hat schon für seine Verhältnisse recht gute Umfragewerte gekriegt. Aber halt nichts, das irgendwie daran rütteln würde, dass Biden der Kandidat für die Demokraten wird. Und weil er das rechtzeitig gesehen hat, hat er halt gesagt, okay, ich trete jetzt nicht mehr für die Demokraten an, ich trete jetzt als Independent an.
Und da gibt es ja viele Leute, die gerade auf linker Seite, juhu, das wird Trump schaden, weil Kennedy ist ja derjenige, der einzige auf Demokratenseite, also zumindest auf prominenter Demokratenseite, der von Anfang an gegen Impfung und vor allen Dingen natürlich auch gegen Zwangsimpfung war. Was ihn natürlich eine Schnittmenge mit Trump-Wählern einbringt sozusagen. Also sprich, die Medien gehen davon aus, wenn Leute, die Trump dann doch nicht wählen wollen, sei es wegen der Anklagen oder wegen welcher Punkte auch immer, dass die dann halt rübergehen zu Kennedy. Wenn man sich aber da auch die genauen Punkte anguckt, und genau das werden die Wähler dann tun, wenn sie sich überlegen, für wen, wem gebe ich meine Stimme, wird man da auch sehen, dass er bis auf den Gesundheits- und Pharmaziepunkt, also bis auf diesen Punkt, ist er komplett auf linker Linie. Was Klimawandel-Blödsinn angeht, was alle anderen Punkte angeht, ist er komplett, also da kannst du auch Biden, Clinton oder Obama wählen. Ist halt wirklich nur dieser eine Punkt, und da ist er ja auch noch, hätte ich fast gesagt, zu extrem, also für mich zumindest, weil er ist ja nicht durch Corona gegen Impfungen gewesen, er war schon immer gegen Impfungen, also gegen alle Impfungen, und ich steige halt gerade bei Sachen wie Tetanus und Polio und so weiter aus, weil ich sehe halt die Zahlen. Die Zahlen sind sowas von eindeutig, dass seit der Impfung bei solchen Sachen die Fälle sowas von steil nach unten gingen, dass es eindeutig der Impfung zuzuschreiben ist. Also an diese Impfung lasse ich nichts kommen. Mein Problem ist vielmehr, dass ich heutzutage den Ärzten nicht mehr vertraue und den Pharmainstituten, dass ich nicht mehr weiß, was packen die denn da jetzt heute rein in diese Impfung. Weil auch die Kinder, du weißt ja, hier ist ja Masernimpfung, ist ja hier Pflicht, damit das Kind überhaupt eingeschult werden kann. Musste eine Masernimpfung vor. Und das ist ja keine reine Masernimpfung. Das ist ja so eine Mischimpfung, wo auch gegen Röteln, Mumps und alle anderen Krankheiten da gleichzeitig. Irgendwie, du kriegst irgendwie einen Haufen gleichzeitig, nicht einfach nur eine Masernimpfung. Und weißt du, wie du da rauskommen kannst übrigens? Mit Religion, wenn man sagt, dass man was ist. Ich glaube, Buddhist. Ja. Die einzigen, die da rauskommen, sind halt Buddhisten, weil zur Herstellung oder irgendwie werden halt Rinder, Tiere, irgendwelche Tiere wurden dafür halt getötet, und das können die halt nicht mit ihrer Religion vereinbaren, und das wird auch akzeptiert. Also sprich, wenn du Buddhist bist, aber wie gesagt, welcher normale Deutsche kann das glaubwürdig irgendjemandem glaubwürdig machen, dass man, aber andererseits, heutzutage muss man auch nicht mal glaubwürdig versichern, ob man eine Frau oder Mann ist. Also eigentlich sollte das Problem sein. Naja, nee, wie gesagt, ich bin halt einfach nur jetzt skeptisch geworden durch die ganze Corona-Nummer, was sie künftig halt da noch reinmixen. Ja, bei mir ist es auch so, diese ganzen klassischen, wohlgemerkt, Impfungen, also gegen Masern oder so, ne, das habe ich ja auch gemacht. Ne, nur halt die Bratwurst nicht. Muss man ja mal unterscheiden. Ja, genau. Ja, das ist ja auch das, was die Medien immer gemacht haben. Die haben ja Leute, die gegen explizit eine Art der Impfung waren, immer als Impfgegner bezeichnet, die gegen allen Impfungen in einen Topf zu werfen. Und das sind dieselben Leute, die möchten mir was vorbeten von wegen differenzieren, ne? Ja, genau. Naja. Jedenfalls, um auf Kennedy den Punkt zu Ende zu bringen, was die Linken sich erhoffen, von wegen, dass der Trump halt Stimmen wegnehmen wird. Der wird eher Biden Stimmen wegnehmen. Weil die Leute, die Biden halt wirklich, also die halt Demokraten sind nach wie vor, auch zu deren Punkten stehen, aber die eben sehen, Biden ist ein alter Tattergreis, der manchmal nicht mal weiß, wo er ist, die würden halt doch lieber Kennedy nehmen, weil Kennedy ist wenigstens noch geistig beisammen. Und steht ja bis auf die Impfgeschichte in allen Punkten mit Biden auf einer Linie. Also von daher, das wird eher den Demokraten schaden als Trump. Ja, umso besser. Soll er ruhig machen. Ja. Ja, also das wird, wie gesagt,
eigentlich ist die Sache schon durch, aber du weißt ja, es fließt doch viel Wasser den Mississippi runter. Also 2024 wird definitiv ein spannendes Jahr. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, war jetzt mal ein interessanter Einblick, weil das werden ja so in der Form sicherlich auch nicht viele wissen, weil sie halt wie gesagt nur ganz plump dem Mainstream-Narrativ folgen, ohne das zu hinterfragen. Ja, ich sag's ja, es ist ja teilweise noch nicht mal, du brauchst ja noch nicht mal großartige Justizkenntnisse haben oder sonst, du musst einfach nur ein paar Fakten, zwei, drei kleine Fakten mehr, als die Medien dir berichten. Mhm. Und schon kehrt sich das Ganze um. Mhm. Oder wird eben zur Bagatelle oder ähnliches. Also wir haben es ja jetzt in allen Fällen durchdekliniert. Mhm. Ja, ein interessanter Einblick. Ich würde sagen, wir haben einiges geschafft. An der Stelle sage ich, Leute, wir sehen uns demnächst wieder. Und ich sage danke an meinen Co-Host, an meinen Gast Thinking Devil. Jo, und ich sage besten Dank, dass ich hier sein durfte. Und zu allen anderen und auch zu dir, see you in hell. Jawohl, see you in hell. Und immer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Avocado over and out. Und das war's mit der dritten und letzten Episode von Avocado TV Return of Orange Man featuring Thinking Devil. Ich würde sagen, spätestens nächstes Jahr werde ich mich weiterhin mit dem Thema der US-Politik und der Präsidentschaftswahlen beschäftigen. 2024 dürfte ein sehr interessantes Jahr werden. Bis dahin immer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist.